So, YouTube, da sind wir wieder. Diesmal sind wir in Folge 3, Runde 27, Ara History Untold. Wir sind bereit in einem goldenen Zeitalter und lassen erstmal unsere Speer heilen. Der Bonus der Annehmlichkeiten ist weiter aktiviert, nicht wahr? Wir können weitergehen, bis irgendwas passiert. Und zack, da ist sie. Unsere Drogerie 1 ist fertig. Können wir mal ein bisschen rangehen und gucken. Schöne Blumen lassen die sich hier anpflanzen. Marktstände. Ein kleines Häuschen haben wir sogar schon aus Holz. Passt nicht ganz optisch rein. Ist ein bisschen zu weit vor, dieses Haus hier. Der Turm passt, aber das hier ist ein bisschen zu weit. Da hätte ich dann eher auch gedacht, das sind andere Dächer. Gut, Bau ist abgeschlossen. Die stellen Kräuterarznei her. Unendliche Anzahl. Wir können nichts reingeben. Wir haben keine Alraune. Wir haben keine Teeblätter. Wir haben keine Keramiktöpfe. Nicht wahr? Also können wir auch das nicht herstellen. Wir haben auch keine Vorräte. Zahnräder, Räder, Metallwerkzeuge oder Steinwerkzeuge, um hier die Kosten zu senken oder die Produktion zu erhöhen. Allgemein. Und hier bei den Annehmlichkeiten, wir haben 5 Schmuck, die könnten wir einsetzen. Da können wir den Wohlstand und die Zufriedenheit eine Zeit lang erhöhen, aber halt nur für 50 Runden würde ich erstmal weglassen. Bis wir was Besseres kriegen. So, die heilen noch. Das ist gut. Die Stadt ist untätig und jetzt kommt das Sägewerk endlich. Und das Sägewerk bauen wir hier hin. Klong, klong. Oh. Und hier bauen wir dann als nächstes einen Bauernhof rauf. Aber erstmal Holz. Wenn wir genug Holz haben, dann kommt wieder Nahrung rein. Nahrung haben wir noch im Überfluss. Streitkräfte geheilt. Und der eine sogar vollständig, oder? Warum komme ich jetzt nicht in die Übersicht? Okay, weil du vollständig geheilt bist. Okay, dann gehst du nach Norden. Da sollst du hin. Genau, such dir mal den kürzesten Weg. Du brauchst noch eine Runde, sollst du kriegen. Und wir haben ein Steinwerkzeug gefertigt. Ja gut, ist jetzt kein Highlight. Aber man kann hier mal gucken, was die Sachen produzieren. Wir haben alle drei aktiv. Und hier kann man sehen, was wir an Ressourcen und Waren haben. Später kann man die handeln oder halt irgendwo einsetzen, um Boni zu erlangen. Solange das nicht ist, können wir weiter erkunden. So, der geht mal hier runter und erkundet da weiter. Zack. Glückwunsch. Wir sind die erste Nation, die die Bronzezeit erreicht hat. Jawohl. Bronzebearbeitung. Wir kriegen 5 Prestige. Metallbahn können wir jetzt herstellen, die Steingrube bauen und Kupfer, wenn wir es finden, benutzen. Willkommen im Zeitalter der Bronzezeit. In dieser Ära entstehen die ersten urbanen Gesellschaften mit Innovationen in den Bereichen Schrift, Handel, Anbetung und Rechtsprechung. Neue Bergbautechniken, die ihre Verwendung härterer Metall ermöglichen, bringen die ersten Kriegsschiffe, Landstreitkräfte auf Räder und vielfältig neue Möglichkeiten für die Menschen hervor, ihre Lebensqualität zu verbessern. In der Bronzezeit wurden auch lokale Traditionen durch organisierte Religion und strukturierte Gottesdienste ersetzt. Ein neuer Eckpfeiler dieser Gesellschaften. Durch die formalisierten Gesetze und die größeren Gesellschaften ist eine neue Führung erforderlich. Die ersten Pharaonen, Könige und Königinnen treten auf den Plan. So, aufgegeben haben wir das. Wir kriegen neue Technologien. Das Rad, das Mauerwerk, die Segel, Streitwagen, Gesetzbuch, Eisenbearbeitung, Handel, Lederverarbeitung, Weben und heilige Riten. So. Bau einer Steingrube. Er sagt mir, Steingruben sind eine frühe Verbesserung für die Stadtgründung entscheidend ist. Steingruben dienen dem Materialabbau. Das Material brauchst du um Verbesserungen, Bau für Wachstum deiner Stadt und Verbesserung, Reparatur. Eine relativ frühe Steinbaugrube, Bau ist sinnvoll. Es ist erwähnenswert, dass eine Steingrube aus der Projektliste, bla bla bla. Genau, das kennen wir schon.
Und ich kenne das Spiel schon ein bisschen und ich würde sagen, ich baue die heiligen Riten, weil es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Religion einen massiven Push auf die Bevölkerung gibt in frühen Jahren. Ich weiß halt nicht, wie es sich in späteren Jahren entwickelt, aber auf jeden Fall sollten wir die Religion mitnehmen. Ich könnte natürlich jetzt erstmal die anderen Sachen entwickeln, aber ich finde Religion wichtig, damit wir eine der ersten Religionen überhaupt gründen. Dann können wir nämlich aus einem Pool von besseren Verbesserungen auswählen. Leider sind die Verbesserungen zufällig und sind permanent. Also egal, was ihr macht, ihr kriegt in dem Spiel immer die gleichen Verbesserungen in der Religion. Egal, ob ihr 20 Mal neu ladet oder die Religion 5 Runden später erkundet. Also das ist fixiert durch euren Zufallsgenerator im Vorfeld, welche Sachen ihr bekommt. Ich habe es probiert. Ich glaube nicht, dass das geändert wurde, dass es jetzt wirklich zufällig ist. Man kann also nicht cheaten. Das heißt, man muss sich von den Sachen, die da kommen, das ist so ein bisschen wie bei Civilization nicht, wo man die Sätze auswählen kann von der Religion, wo man dann Boni kriegt. Nur da sind sie halt ja zufällig. Hier sind sie halt schon beim Starten des Spiels irgendwie fixiert über den Zufallswert. Und wenig beeinflussbar. Finde ich eigentlich besser, weil man so nicht verleitet wird zu cheaten und so oft zu laden, bis man das kriegt, was man will. Sondern vielleicht auch in eine Richtung gedrängt wird, in die man vielleicht nicht ganz wollte. Und dadurch neue Optionen sich aber ergeben. Finde ich eigentlich ganz gut. So, der hier ist untätig. Hier haben wir Meteoritengestein. Da könnten wir auf jeden Fall Eisen draus herstellen. Würde uns auch einen Bonus auf die Eisenherstellung geben. Aber bis wir das verkriegen, ist noch eine weite, weite Zahl. Hier haben wir Füchse. Auch eine wichtige Ressource für Pelze. Wäre aber auch ein bisschen sehr weit weg, nicht wahr? Also als nächstes würde ich die Trauben hier, glaube ich, mir holen. Wobei das Feld selber ziemlich nutzlos ist, bis auf die Trauben. Dann haben wir hier das Sägewerk. Nicht? Dem Sägewerk könnten wir Steinwerkzeuge geben. Dann würde es einen kurzzeitigen Schub an Vorteilen bekommen. Ich weiß gar nicht, wie lange. Ich glaube, 30, 40 Runden oder so. Können wir aber mal machen. 85 Runden. Ne, 85 für... Ich glaube, der kriegt die denn dauerhaft, nicht? Vorräte sind Waren, die Verbesserungen hilfreiche Boni sind. Manchmal sogar für die Stadt gewähren. Da steht nicht da, wie lange. Kann ich das rückgängig machen? Nee. Okay. Egal. Ups. Kriegen wir halt 3,4. Ich dachte, mit Rechtsklick kann ich es löschen oder so, aber geht nicht. Und mit Entfernen auch nicht. Und, achso, leer. So, leer ist ein Feld, was man anklicken kann. Seht ihr, wieder was gelernt. Ja, würde ich für 0,4 Holz jetzt nicht unbedingt einsetzen, nicht wahr? Aber wir kriegen jetzt 7 Holz. Bedeutet, wir können auch den, die Farm da unten hinbauen. Indem ich jetzt, wo ist sie? Gärgrube, Wachstum, Metzgerei, Hof. Darauf setze. Zack, dann kriegen wir in Zukunft Gerste. 1 pro 7 Runden anscheinend. Wird besser, wenn der Hof besser wird. Und der Hof kriegt dann auch ein einzigartiges Aussehen, nicht wahr? Und zwar ein Gerstefeld. Der andere Hof hier, der ist eher ja, schlicht gehalten. Und der dann eher wie ein Gerstehof. Also Steingrube richten wir seinen Hinweis. Aber ja, wir machen unsere eigene Sache. Das hier ist schon wieder abgelaufen. Die stellen wir ja unendlich her. Von daher, ich weiß gar nicht, wie lange brauchen wir dafür? 27 Runden. Das heißt, wir verbrauchen die schneller alle 10 Runden und stellen nur 27 Runden das her. Wir könnten zum Beispiel jetzt 2 Nahrung da reingeben. Dann würden wir die alle 8 Runden herstellen. Er sagt, Steinwerkzeuge werden jetzt schnell gefertigt, da die hingezugefügten Warenelemente jetzt an Ort und Stelle sind. Okay, wir stellen aber fest mal schneller her. Falscher Text. Die Streitkräfte bestehen aus militärischen Einheiten, die du über Stadtprojekte auswählen kannst. Wähle in der Projektauswahl Speerkämpfer aus. Ja, gut. Aber ich will ja jetzt keinen Kampf führen, also brauchen wir auch keinen Speerkämpfer. Mach ich auch erstmal weg. Das Tutorial ist nett, nicht? Aber man
will ja auch seine eigenen Sachen machen und Wege gehen. Ich hab's nur an, damit ihr auch alles mitkriegt. Ich bräuchte es gar nicht. Ich würde hier ein bisschen schneller durchrushen. Auf lange Sicht. Hier auch nochmal Ruinenlager. Aber das ist der interessante Ausrüstungslager, was wir da bekommen. Ein rothaariger junger Mann aus dem Gamer-Clan möchte ein neues Geschäft eröffnen. Er ist ein fähiger Kräuterkundiger, aber seine Familie kommt aus der Metallurgie. In der Zwischenzeit ist sein Hobby die Herstellung von Rohrflöten, die er an Händler verkauft. Er liefert für alle Vorhaben vielversprechende Argumente und bittet um nationale Finanzierung für eines seiner Unternehmen. Okay. Ein rothaariger junger Mann, der Rohrflöten, hier Pfeifen, also Pipes, herstellen will. Im Jahr 1618 versuchte der armenische Alchemist Avedes Silidani Gold herzustellen. Stattdessen entwickelte er jedoch eine einzigartige Legierung, die sich perfekt für Schlaginstrumente eignete und den osmanischen Sultan beeindruckte. Der Sultan stellte Avedes die Finanzierung zur Verfügung, damit er seine eigene Gießerei eröffnen konnte. Er gründete in der Türkei ansässiges Familienunternehmen, das heute auch über 5 Jahrhunderte erfolgreiche Firmengeschichte zurückblicken kann. Okay, nicht Familiengeschichte, Firmengeschichte. Das ist aber schon lange. 5 Jahrhunderte, nicht wahr? Okay, wir kriegen minus 20 Wohlstand, egal was wir machen. Für 5 Züge, aber für 125 Runden. Fortschritt auf Bewässerung, auf Streitwagen oder auf Handel. Ich finde Bewässerung am attraktivsten, weil es Nahrung bringt. Kräuterkunde wäre das. Der charismatische Garmier eröffnet schnell einen Handelsposten und trotz der Neuartigkeit verkaufen sich die Rohrpfeifen erstaunlich gut. Eure Nation ist schon bald vom spielerischen Klang der Pfiffe beseelt und eure Kassen füllen sich mit Wohlstand. Okay. Garmier führt das Metallurgiegeschäft seines Clans weiter, konzentriert sich aber auf die Waffenherstellung. Eure militärischen Einheiten von der handwerklichen Arbeit beeindruckt und beauftragen schnell innovative neue Streitwagen für eure Armee. Ihr seid einer glänzenden Zukunft eurer Partnerschaft. Alles klar. Garmier gräbt Wasserverbindungen von einem nahegelegenen Fluss zu einem Pflanzenfeld, um so die Ernte von Heilkräutern zu verbessern. Die Blumen blühen prächtig und die Technik ist in aller Munde. Ebenso wie die verbesserte Gesundheit eures Volkes. Man fragt sich, was dieses Unternehmen wohl noch hervorbringt. Aber dann würde ich doch sagen, soll er seine Pfeifen machen. Nicht wahr? Dafür ist er ja zu uns gekommen. Das wollen wir ihm ja auch nicht verwehren. Du hast die Möglichkeit freigeschaltet, Straßen zwischen Städten und Einheiten zu bauen. Okay. Du kannst Straßenverbindungen von jeder Städteeinheit, okay, also jeder Stadt, ausverwalten. Straßen verbessern den Handel, die Ausbreitung der Religion und erhöhen das Streitkräftebewegungstempo. Offene Grenzen sind erforderlich, um Straßen zu Städten im Ausland zu bauen. Okay. Da wir keine zweite Stadt haben und kein Ausland kennen bisher, können wir keine Straße bauen. Fortschritte bei Handel haben wir gemacht. Aber das sehen wir nicht, weil wir gerade andere Sachen erforschen. Hier läuft alles. Hier ist auch nichts mehr. Alles erledigt. Weiter geht's. Zug 36. Das Lager wurde entdeckt. Du hast ein Lager mit Vorräten entdeckt. Setze einen Speer oder Erkunde ein, um es zu plündern. Er ist dabei, es auszugraben. Dauert eine Runde. Hier unten, der ist untätig. Boah, es sind echt viele wilde Tiere, die gefährlich sind. Hier ist gut für Nahrung. Oh, hier sind sogar Bisons. Kommen die denn auf einmal her? Waren die schon vorher da? Boah, das ist natürlich ein starkes Feld. Pferde für Militär und Bisons für Nahrung. Interessant wäre auch, wenn wir das hier zumachen, nicht? Dann hätten wir hier die Möglichkeit, Gegner theoretisch abzuschirmen. So, wir haben ein Metall gesammelt. Und hier kommt eine Wüste. Wir wollen natürlich dahin zurück. Ich würde hier so einmal rumlaufen. So, das Ähnliche mit dir. Oh, da könnten wir...
Auch interessant, die Einheiten können natürlich hier eher wirsern als in Civilization, aber Ozeanfelder oder so natürlich nicht, ohne das erkundet zu haben oder erforscht zu haben. Aber hier könnte ich zum Beispiel rübergehen sogar. Aber wir wollen erstmal unsere Seite erkunden. So, der Bauernhof ist fertig. Wunderbar, die bauen alles an. Und damit ist die Stadt so weit, dass sie ein neues Projekt wählen kann. Haben wir irgendwo eine Ressource mit 3 Stein? Haben wir nicht. Wir haben nirgendwo 3 Stein. Aber das ist schlecht. Okay, bedeutet aber auch, entweder bauen wir den Handelsposten, aber das will er ja noch nicht. Die Bäckerei bringt uns nichts, weil wir kein Brot herstellen könnten aktuell. Sägewerk haben wir schon. Dann würde ich hier eine Steingrube hinstellen. So. Weil das hat wenigstens 2 von den Materialien und dann erhöhen wir den Wert auch nochmal. Das ist, glaube ich, ganz gut. Okay, das hatten wir schon. Du bist untätig. Er kann weit in die Wüste gucken, da ist nichts. Dann läufst du mal am Fluss entlang. Zack. Du bist auch untätig. Okay, hier haben wir eine Landzunge wahrscheinlich. Hier geht es nicht mehr rüber. Die Enkarta erkunden. Während du deinen Weg zur Wagengröße fortsetzt, kannst du tiefer in die Welt und die Terminologie von Ara eintauchen, indem du mit der linken Maustaste auf die indem du mit der linken Maustaste auf die goldenen Begriffe wie Technologie, mit gedrückter Shift-Taste auf Ressourcensymbol mit Nahrung oder auf die Enkarta-Schaltfläche im oberen Bildschirm reinklickst. Erzählt er natürlich früh, das hätte er vielleicht gleich machen sollen. Aber das habe ich euch ja schon gezeigt. Oh, hier haben wir wieder was gefunden, das können wir mal erkunden. Die Tiere hier oben sind mir erstmal egal. Ich meine, die bringen Nahrung, aber wir haben 400 Nahrung. Von daher nicht so relevant. Wir haben ja Kistenvorräte entdeckt. Goldenes Zeitalter ist leider schon vorbei. So, die Steingrube ist gleich fertig. Aber wir können eine neue Region auswählen, wo wir jetzt hingehen. Das hier ist von den Ressourcenaspekt natürlich gut. Wein könnte man anbauen für die Leute. Man könnte aber auch das anbauen. Wir können aber auch weiter auf Holz gehen. Aber wir haben ja zur Not noch ein Holzfeld frei. Deswegen gehe ich jetzt erstmal auf das Feld, was uns 2 besondere Ressourcen gibt, bevor wir uns nachher das da holen. Nicht Bisons auf jeden Fall wichtig für Fleischherstellung und Pferde, für Militär. Von daher gehen wir darauf. Du stellst weiterhin das her, bist damit fertig, den zweiten herzustellen. Das ist schön. Und du erkundest das da, das ist auch schön. Und die Religion wurde erforscht. Es gibt mehrere Overlays, mit denen du die Anzeigen der Informationen anpassen kannst. Das wissen wir auch schon. Und eine Verbesserung zu Meisterwerkerstellung ist jetzt verfügbar. Sobald sie gebaut ist, können sie darin folgende Objekte platzieren. Vorbilder. Die Künstler werden dann anfangen, Meisterwerke zu erschaffen, die ihrer Nation Prestige bringen. Okay. Ich weiß nur nicht, welche Verbesserung wir zur Meisterwerkerschaffung haben. Bau einer religiösen Verbesserung ist jetzt verfügbar. Wenn du sie baust, ebnet deine Nation den Weg zur Gründung einer Religion, die deinem Volk Spiritualität bringt. Oh mein Gott, die Worte heute. Wir können weiter forschen. Wenn der Chat immer noch keine Präferenzen hat, ob wir Gesetzbuch, Streitwagen, Segel, Weben, Mauerwerk, das Rad oder Lederverarbeitung uns angucken wollen, dann suche ich mir einfach was aus. Außer ihr möget jetzt sprechen oder für immer schweigen. Seid heute so verdächtig ruhig im Chat. Ja. Ich glaube, das ist halt mein Spiel und nicht euers. Vielleicht werde ich es offline dann aufnehmen, wenn ich merke, dass das im Chat nicht so gut ankommt. Aber dann werden die Streams generell ein bisschen kürzer, nicht?
Aber lohnt sich natürlich nicht, wenn es euch nicht gefällt und ihr dann lieber abschaltet. Deswegen, wem es gefällt, gerne aufs Like klicken oder auch ein Abo dalassen. Denn Interaktion ist wichtig und zeigt, was ihr haben wollt. Ich glaube, die meisten Leute wissen gar nicht, dass das Spiel heute rauskommt und haben es nicht auf dem Schirm. Die haben sehr wenig Werbung dafür gemacht, leider. Fand ich einen Fehler. Oh, was nehmen wir denn? Also wir müssen auf jeden Fall das Mauerwerk nehmen, weil da die Keramiktöpfe dabei sind. Weil das ist die einzige Chance, wo wir die herkriegen. Fisch kriegen wir nur durch Segeln. Brauchen wir also auch. Streitwagen brauche ich jetzt nicht wirklich, nicht wahr? Da ist sowas wie ein Stall drin, aber der Stall ist auch woanders mit drin. Lederverarbeitung gibt uns die Gerberei. Aber ich glaube auch einen zu den anderen Dingern gibt uns die Gerberei. Hier kriegen wir den Keramikladen. Hier das Rad. Hier kriegen wir aber die Monarchie. Da können wir unsere Staatsform ändern. Aber es bringt uns an sich ja nichts, nicht wahr? Weben, Mauerwerk, Segel kriegen wir auch, Tuch und dem Weber. Dann würde ich sagen, gehen wir auf Segel. Klingt am sinnvollsten, nicht wahr? Wir haben Messina beansprucht, haben wir also bekommen. Sehr gut. Und da ist sie. Der Steinbruch. Die Steingrube. Jagdlager? Ich weiß gar nicht. Müssen die gejagt werden? Ja. Wie sonst müssen gejagt werden? Dann bauen wir hier mal das Jagdlager rauf. Mitten in die schöne Herde rein. Die freut sich natürlich davon, jetzt gejagt zu werden von uns. Die Steingrube arbeitet. Der geben wir aber auch nicht mehr Sachen. Kriegen wir jetzt 8 Materialien pro Runde. Du bist untätig, dann kannst du hier nochmal weiterlaufen. Ein Krokodil. Es gibt auch Alligatoren und andere böse Tiere. Und du hast auch was gefunden. Was haben wir hier? Schalentiere und Küstenfisch. Okay, den Wolf, den können wir noch erlegen. Hier ist Kakao. Aha. Jetzt geht es eher so in eine schnelle Erkundungsphase über, nicht wahr? So ein bisschen verwundet, nicht weiter schlimm. Dann würde ich sagen, gehst du mal hier rüber und erkundest. Wir haben Pelze bekommen durch die Tiere. Das kennen wir auch schon. Oh, und jetzt erforschen wir die Dinger hier erstmal. Dann haben wir doch schon mal einen guten Standort für eine zweite Stadt, würde ich sagen. Irgendwo hier am Meer. Hier gibt es Nahrung. Das Nahrungsfeld sollten wir uns also nicht für die Stadt, sondern für die andere angeln. Ich glaube, hier wäre ein guter Standort. Wir würden hier sehr viele Materialien bekommen. Holz. Das wäre also eher so eine, ja nicht, eine Stadt, die weniger Nahrung liefert. Sie brauchen ein bisschen Nahrung für den Start. Aber grundsätzlich eher eine Stadt, die Materialien liefert. Und deswegen brauchen die dann eine Straßenverbindung. Die stellt also dann mehr Nahrung her. Die hat dann einen Überschuss und die hat ein Defizit. Und dann tauschen die sich gegenseitig aus. Ja, ja, das haben wir erkundet. Wissen wir. Jetzt erforscht er das. Wissen wir auch. Und die Segelei wurde erforscht. Jetzt haben wir gesalzener Fisch, Fisch, Weber, der Koloss von Rhodos können wir bauen, die Docks können wir bauen, Stoffe, die Trieme, was man alles so kennt, nicht? Das sind alles Sachen aus der Geschichte, über die man schon mal gelaufen ist. Das Rad würde uns noch Prestige geben, deswegen erforschen wir das mal. Ist auf jeden Fall keine schlechte Idee, die Sachen, die Prestige bringen, zu erforschen. Da hilft das Spiel einem so ein bisschen, dass man das nicht ganz aus den Augen verliert. Wir haben Speiseöl und Pelze bekommen aus den letzten Sachen und Bildhauermaterialien. Aber wir haben ja noch nichts weiter. Das Jagdlager braucht noch eine Runde. Und unser Bisonlager ist fertig.
Jetzt nehmt euch in Acht. Rennt weg von mir. Und hallo, Rishiram. Ist das das neue DLC für das Game, wo die Fahrradtour-DLC gestreamt hast? Genau, das ist das Top-Down-DLC für die Ansicht von oben. Und willkommen zurück im Chat. Da sind wir quasi langgefahren mit dem Rad. Wir analysieren gerade die Radtouren. Wer oft auf dem Kanal zuguckt, kennt nämlich auch meine sonntäglichen Radtouren, die wir im Sommer und Frühjahr machen. So, wir müssen ein Projekt wählen. Ich würde sagen, was haben wir denn noch so? Wohnung haben wir, Werkstatt haben wir. Wir könnten Weber machen, aber wir haben ja keine Tiere, die uns oder Wolle, dass wir irgendwas herstellen könnten. Sägewerk haben wir, Steingrube haben wir, Metzgerei könnten wir herstellen, weil wir Bisons haben. Würde also Sinn machen. Fischer könnten wir nicht bauen, weil wir noch kein Wasser haben. Docks könnten wir bauen hier. Dann würden wir aber kein Holz mehr bauen können. Was würden uns die Docks denn bringen? Stadtproduktion 10% insgesamt. Schon nicht schlecht. Oder der Altar. Ich würde sagen, wir bauen den Altar, um unsere eigene Religion zu gründen, nicht wahr? Hier ein bisschen außerhalb. Schön neben der Steingrube. Das passt doch. Okay. Weg damit. Bisons sind erledigt. So, der hat ein Rad gefunden für uns. Brauchen wir nicht. Jetzt geht er da mal weiter und erkundet. Oh. Eine prestigereiche Nation braucht eine majestätische Residenz für ihren Anführer. Ein derartiger Palast ist nicht nur ein Beleg unseres Erfolges, sondern ehrt auch Vergangenheit und Zukunft unserer Nation. Unsere Ratgeber freuen sich, den Palast an einem Standort zu errichten, der sich für unser Volk seit Jahrhunderten als verheißungsvoll erwiesen hat. Und die Orakel drängen uns zu allem. Okay. Im Fahrradtour Top-Down-DLC bauen? Das ist ja ein komischer Fahrrad-DLC, sagt Rishiram. Ja, definitiv. Deswegen zugucken und genießen, nicht wahr? Und gerne einen Like oder ein Abo dalassen, wenn ihr noch nicht habt. Würde mich freuen, wir sind nämlich kurz vor den 1000. Wenn wir die heute schaffen bei dem Spiel, werdet ihr richtig stark. Ich glaube nicht dran. Aber ja, manchmal überraschen einen die Zuschauer ja doch. Der Koloss von Rhodos sollen wir bauen. Ein prestigereiche Nation braucht bla bla bla. Die Ruinen des Palastes von Minos in Knossos sind die ältesten bekannten Ansiedlungen auf Kreta. Während der Palast selbst erst um 1900 von Christus entstand, wurde das Areal bereits 7000 vor Christus für Feste und Rituale benutzt. Okay. Wir können den jetzt bauen, nicht? Dann würden wir Bonusziele bekommen. Das ist jetzt, habe ich es abgelehnt? Wahrscheinlich. Weil ich baue den nicht. Okay, hätte ich es angenommen, wäre das jetzt hier drunter gelandet, unter Ziel. Aber ich muss sagen, ich kriege es immer ganz schwer fertig, diese Triumphe zu bauen. Weil die einfach so unglaublich viel Materialien brauchen. Ich weiß gar nicht, wie ich die herstellen soll. Weiß nicht, ob sie das nochmal gebalanced haben. Sollte ich mir vielleicht angucken gleich. Machen wir dann. Achso, ich muss das hier annehmen, nicht? Ich kann das nicht abbrechen. Okay. Ich muss darauf klicken. Baue den Koloss von Rhodos vor allen, würde uns 150 Prestige bringen. So. Wir können ja mal gucken, was kostet uns der denn? Ich kann den nirgendwo bauen, nicht wahr? Ja, wir haben gar kein Feld, wo der raufpassen würde. Das ist natürlich ein Thema. Tja. Wird uns wahrscheinlich jemand wegschnappen vor der Nase. Das Ziel. So, Fertigung abgeschlossen. Irrelevant. Einheiten untätig. Ich muss belieben auf die 1000. Natürlich beliebe ich auf die 1000. Ich hätte nicht mal gedacht, dass wir 984 werden. Von daher sehr starke Sache von euch. Die letzten Tage auf jeden Fall sehr stark gewesen. So, oh, wir haben eine neue Dings. Wir könnten jetzt entweder das Wasserfeld nehmen oder das, ich weiß nicht, ob der Koloss von Rhodos, das,
Ah, das ist eine Sache, die ich jetzt gerne vorher wüsste. Wird der an Land gebaut? Oder muss der auf dem Wasserfeld? Ich glaube, der muss auf ein Landfeld. Das Problem ist, die Landfelder, die wir nehmen können, wäre das hier. Das ist recht gut. Und das würde das komplett blockieren. Das heißt, da würden wir 4 Nahrungen verlieren als Feld. Hier würden wir 3 Holz verlieren, aber hier gibt es genug Holz. Holz können wir auch aus anderen Städten bekommen. Nahrung, das soll ja unsere Nahrungsstadt werden. Deswegen nehme ich jetzt mal die hier. Wir brauchen eh ein bisschen Holz. Wir haben nur noch 6 Holz. Nehme ich mal. Wird jetzt unserem Land dann hinzugefügt. Und nach dem Altar gucken wir mal, was der Koloss von Rhodos bräuchte. Wahrscheinlich Kupfer, den wir nicht haben. Also können wir ihn eh nicht bauen. Und Reshiram fragt, dein Landwirtschaftssimulator 2022, wäre cool, wenn du den mal spielst. Muss ich gestehen, ist nicht ganz mein Spiel. Ich gucke gern zu, genau wie beim Truck Simulator. Aber selber habe ich da keinen Zugang zu gefunden. Ich habe mal den 19er, glaube ich, gespielt. Ich weiß, es ist was ganz anderes. Aber grundsätzlich ist mir das dann zu simpel, das Spiel. Und die Steuerung dann mit diesen ganzen Ankoppeln und Abkoppeln war mir zu nervig gefühlt. Also ist wirklich nicht mein Spiel. Ich bin eher so ein Aufbauspieler. So Survival, Aufbau, Planung und weniger dieses, ja, Rumgefahre. So Autos brauche ich nicht unbedingt. Ausnahme Forza Horizon, wenn man schön springen kann. So eine Spiele spiele ich dann doch ab und zu mal. Aber auch eher selten. Aber ich kenne einige, die den Landwirtschaftssimulator exzessiv suchten. Wer auf Twitch unterwegs ist, hallo Alexa, gerne mal reinschalten. Ihr spielt das oft bis morgens durch, über die Nacht. Also wer da Nacht-Content braucht oder auch ganz spät abends nach 22 Uhr, da gibt es öfter mal Runden Landwirtschaftssimulator. Sofern LS22 für Landwirtschaftssimulator steht, ich hoffe mal. Ich kenne mich mit Abkürzungen immer nicht so gut aus. Aber Anfragen kostet ja nichts, nicht? Wir können auf jeden Fall drüber reden. Das Problem ist eher, dass ich für ein Spiel, wo ich nicht weiß, ob ich es spielen würde, kein Geld für ausgeben würde. Nicht wahr? Wenn ich irgendwann Spiele gratis bekomme, dann spiele ich sie auch. Aber ich bin so ein Knauser, dass ich mein Geld nur für Sachen ausgebe, wo ich weiß, die spiele ich eigentlich. Ausnahmen wie Frostpunk, Starfield und Cities Skyline 2, weil sie einfach schlecht sind, sind natürlich die Ausnahme, nicht wahr? Lassen wir es mal dahingestellt. Und hallo Helena, schön, dass du auch noch gekommen bist. Ich gehe morgen auf Klassenfahrt, ich bin so aufgeregt. Ist doch das was super Schönes. Ist es die erste Klassenfahrt oder hattest du schon mal eine? Ist ja auch was, wenn es die allererste ist, ist es ja nochmal was Besonderes, allein von zu Hause weg. Wir haben noch ein Lager entdeckt. Achso, ah, der läuft jetzt außen rum, weil er da gar nicht lang rüber setzen konnte. Okay, war ihm doch zu tief. Alles klar. Dann laufen wir natürlich weiter. Und was noch mein Problem ist, ist die Zeit. Zeit zu finden, ein Spiel zu spielen, oder mehr als ein Spiel zu spielen, neben einem Fulltime-Job, ist halt super schwierig, nicht wahr? So, der sammelt hier. Und wir haben erfunden das Rad. Jetzt können wir Straßenpässe bauen, Ziervasen, das Sägewerk haben wir schon und die Bäckerei hatten wir auch schon. Was ist denn jetzt noch wichtig? Streitwagen? Ich brauche keine Kutschen und sowas, nicht? Gesetzbuch finde ich aber interessant, weil da kommt die Monarchie. Wir können aber die Monarchie weglassen. Das baue ich nicht, Monarchie brauche ich nicht. Eigentlich ist es Quatsch. Das wäre... Ja, die beiden Sachen wären die, die ich weglasse, aber die bräuchte ich hier auf jeden Fall. Läufer und Teppiche. Hier, Farbstoff kann ich nämlich holen und Baumwolle. Ich würde immer die Sachen nehmen, die mir auf jeden Fall Ressourcen auf der Karte freischalten. Sowas wie Baumwolle. Falls ich Baumwolle habe, nicht, dann kann ich es nur abbauen, wenn ich das hier auch erforscht habe, sonst kriege ich es einfach nicht. Dann kriege ich einfach nur Nahrung oder so, statt Baumwolle. Ist ja auch ein bisschen schade. Und dann kann man zum Beispiel nicht damit weben, was dann wieder blöd ist. So, die stehen hier weiterhin her.
Die benutzen das. Wir können mal gucken. Wir haben noch eine Kerze, die wir einsetzen könnten. Oder den Schmuck oder die Kräuterarznei. Die wird ja hergestellt. Würde statt Gesundheit geben. Wir brauchen aber langsam was, was statt Sicherheit gibt. Das haben wir nicht. Wir können aber einmalig eine Kerze zünden für statt Wissen und Bauproduktion für religiöse Verbesserungen. Das finde ich nämlich gut, weil wir die ja bauen. Das hätte ich vielleicht schon vorher machen sollen. Ah, es sind nur noch 2 Runden dafür. Shit. Naja, man sollte das Spiel kennen, wenn man es richtig spielen möchte, nicht? Die erste, unsere Abschiedsfahrt. Ich bin ja in der 4. Klasse. Ja, okay. Dann wird es doch ein Erlebnis, würde ich sagen. Ich kann mich an meine erste Klassenfahrt auch noch gut erinnern. Ich war kein Fan davon. Ich mochte es, zu Hause zu sein. Das ist immer noch so. Aber jeder ist anders. Manche Leute reisen lieber. Manche hängen gerne mit Menschen ab. Manche sind lieber alleine. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel, viel Spaß dabei. Und schön, dass du nochmal reinguckst auf jeden Fall davor. So, wir erkunden die Crates weiter. Ich kann mal... Na, eigentlich kann ich die Ressourcen ausblenden, aber ich finde die auch wichtig. Nicht? Also eigentlich... Sollte das ja nur so aussehen. Und das ist eigentlich auch aus. Also so sieht es eigentlich aus. Finde ich nur ein bisschen... unübersichtlich, aber das könnten einen Ticken kleiner sein, die Overlays, nicht? Dann wäre es besser, wenn man rauszoomt. Gründung einer Religion. Oh, oh, oh. Wir haben es noch geschafft in der Folge. Deine religiöse Verbesserung ist abgeschlossen. Du kannst jetzt eine Religion gründen. Juhu! Öffne das Religionsmenü, um eine Religion zu gründen. Sehr schön. Begegnung mit Stämmen. Oh, oh, jetzt überschlagen sich die Ereignisse. Du hast einen unabhängigen Stamm in der Nähe entdeckt. Stämme? Okay, Stämme wird sich gelegentlich bei dir melden. Hallo Stämme, melde dich bei mir. Und deine Reaktion bestimmt, wie er dich wahrnimmt. Stämme, die dich schätzen, schließen sich möglicherweise deiner Nation an. Feindselige Stämme könnten dich aber angreifen. Bewege den Cursor über die Statusleiste, um zu sehen, was der Stamm in der Nähe von deiner Nation hält, nicht wahr? Und hallo Ben, wir spielen Ara History Untold, heute rausgekommen, ein 4X Zivilisationsaufbauspiel, was ähnliche Züge wie Humankind oder Civilization hat, aber viele Dinge ganz anders macht im Kern. Ich sag's immer wieder, erwarte kein Civilization, aber erwartet auch nicht ein schnelles, hektisches Kampfspiel. Es ist ein trotzdem rundenbasiertes Aufbauspiel, aber andere Mechaniken, als ihr es vielleicht gewohnt seid. Neue Mechaniken, spannende Mechaniken, wie ich finde. Ich mag es viel, viel lieber als Civilization. Ich konnte es, wie gesagt, in 3, 4 Alphas und einer Beta spielen im Vorfeld und war von Anfang an begeistert. Hab auf jeden Fall ein bisschen Input mitgegeben in das Spiel. Viele Verbesserungen sind auf jeden Fall gut geworden. Es ist nicht perfekt, aber Frostpunk war auch nicht perfekt, nicht wahr? Ich find's gut. Macht mir bis jetzt auch Spaß. Es ist jetzt solide. Nicht, man hat nicht so dieses Gefühl, ich mache sofort Fehler und bin tot. Ja, das ist halt was Positives, muss ich sagen. Das Spiel leitet einen auch recht gut dadurch, nicht? Es sagt, mach dies, mach das, wenn man die Tutorials anhat. Und ja, eigentlich eine schöne Sache. Und hier sind die Stämme übrigens. Stamm aus Cesena. Die haben irgendwelche komischen Sachen. Ich gehe schlafen, brauche viel Schlaf für morgen, schaue die Videos danach, wenn ich wieder da bin. Das ist sehr löblich, Helena. Dann wünsche ich dir eine wunderschöne Fahrt, viel Spaß, genieße es und ja, komm gesund und heil an und wieder. Schlaf gut. Ich verstehe schon, sagt Ben. Ja, wenn man es kennt, einfach mal zugucken, wer so eine Spiele mag, wer es nicht mag, wird der Großteil der Leute sein. Dann halt nicht. Ansonsten gerne ein Like da lassen. Dieses Spiel braucht unbedingt eure Unterstützung, eure Likes und auch ich brauche eure Abos. Würde mich sehr freuen, wenn wir vielleicht dicht an die 1000 heute ranrücken. Und die Bauern des Stammes sind fasziniert von der Fähigkeit unserer Nation, Ereignisse zu verfolgen, ja, und den Wechsel der Jahreszeiten mit solcher Genauigkeit vorherzusagen. Sie fragen, ob wir bereit wären, unser Wissen mit ihnen zu teilen. Okay.
Auf Anregung des chinesischen Kaisers Kublai Khan schuf der Astronom Gui Shujing ab 1272 den Yushushi-Kalender. Der Kalender berechnete ein Jahr mit 365,2425 Tagen nur 26 Sekunden von der heutigen Messung entfernt. Guck an. Wir können jetzt die Informationen teilen. Die Bauern verstehen intuitiv, wie der Kalender funktioniert. Sie sind beruhigt zu erfahren, dass der mit ihm eigenem Wissen aus der Feldpflege übereinstimmt. Die Informationen teilen für einen Preis. Dann gehen die Beziehungen runter, aber wir würden irgendwas bekommen von denen. Musst du halt uns irgendwelche Güter geben oder wir geben die Informationen nicht weiter. Dann würde unser Prestige steigen, nicht, weil wir wie Götter angesehen werden oder so von denen. Die Bauern verstehen nicht, warum dieses Wissen für dich behältst. Sie waren bereit, ihr eigenes Wissen mit dir zu teilen, aber in Zukunft eher nicht der Fall sein. Ja, nicht? Ich würde sagen, wir teilen die Informationen über unsere Kalender. Das ist gar kein Thema. Machen wir. Wunderbar. Dadurch dürfte in der nächsten Runde das hier auf positiv steigen. Und ja, irgendwann schließen die sich vielleicht uns an. Wäre gar nicht verkehrt, wenn wir da auf jeden Fall noch einen Außenposten hätten. Und sie bilden auch so ein bisschen einen Schutz gegen ja, Feinde von der Seite. Auch ganz praktisch. So, ich würde sagen, die Religion gründen wir in der nächsten Folge. Wir sehen uns. Bis gleich.